Oder zweimal aufspießen. Also ja, das hier ist jetzt richtiger PvP-Kampf. So, dann bedanke ich mich mal. Verbeuge ich mich mal. Werd gleich angeschossen? Nein, Gott sei Dank nicht. Krieg ein Menschenbild dafür, dass ich das Phantom besiegt habe. Letard kehrt zurück in seine Welt. Also ja, normalerweise ist das selten. Das sieht man hier schon von dem blauen, von dem schwarzen, von dem roten Phantom, von dem Finstergeist invasiert wird. So, jetzt kann ich nochmal mit Gavlan reden. Schwäche Geschoss aber noch. Also ja, was ich gerade hier gemacht habe, ist die Abkürzung geöffnet, ha Jungs. Aber ich denke mal, also eigentlich den Rückweg sogar, weil das war ein Weg, wie man gesehen hat, von der Glocke aus. Jetzt will ich erstmal nochmal mit Gavlan reden. So, was möchtet ihr? Gavlan will? Gavlan? Ja. What? With Gavlan, you will, you deal. Und da kommt auch das mit dem Steuerrad her. Also, was da manchmal auf dem Boden gestanden hat. Nämlich, er sagt, real, with Gavlan you real and deal. Also, real wie Rad. Und daraus wird irgendwie Steuerrad. Warum auch immer. Gavlan will. Gavlan wants what with. Oder im Englischen gibt es halt nur Steuerrad. Das weiß ich gerade gar nicht, weil ich spiele auf Deutsch. Also, bei Gavlan können wir netterweise verkaufen. Um noch ein paar mehr Seen zu machen. Verkaufe ich mal die ganzen Waffen und Rüstungsteile, die wir nicht brauchen. Und auch so Gegenstände. Oh, wir haben einen Flammschmetterling jetzt gekriegt. Sehr schön. Gegenstände, die wir nicht brauchen, wie zum Beispiel diese dunklen Pastillen. Steine verkaufe ich grundsätzlich nicht, Ringe auch nicht. So, jetzt können wir hier verkaufen. Bringt alles ein bisschen Geld und ein bisschen Seelen. Die ganzen Hüllenfetzen, die wir so eingesammelt haben. Ja. Nanny. Wie viel hält mein Speer noch aus? Haltbarkeit 1. Haltbarkeit 1 ist nicht viel. Deswegen nehme ich den schnellsten Weg hier weg. So. Lauf noch mal hier lang, weil wir haben ja jetzt einen Flammenschmetterling gekriegt. Hier ist ja alles hell erleuchtet. Hier nicht. Die Fackelhalterung, da können wir meines Wissens nach nicht anzünden. Ich kann es ja mal kurz probieren. Wir brauchen ja den... Das Schild jetzt gerade nicht. Also mit dem Flammenschmetterling können wir die Fackel entzünden. Und doch, wir können das Ding entzünden. Das ist nett zu wissen. Und ja, ich will einfach nur der Vollständigkeit halber die Fackeln hier oben auch entzünden. Die nicht so richtig zugänglich waren. Also die nur über das hier zugänglich sind. Die Fackel war... Wo war sie denn? Hier. So. Und wenn wir schon dabei sind, entzünden wir auch die beiden Fackeln hier. Schnell, die wir hier gesehen haben. Einfach, weil wir es können. So. Und dann würde ich sagen, Rückzug. Und dieses Mal nicht mit einem Knochen, weil sonst verschwende ich die zu sehr. Hi, Gavlan. Ich kann nämlich einfach an dem vorbei und darüber hüpfen. Wie man vorhin gesehen hat, das ist die perfekte Abkürzung zurück. Dann hier die Treppen runter. Hier über den Steg gern zurück, auch wenn der da gleich hochklettert, aber den können wir theoretisch ignorieren.
Also ja, in Dark Souls 2 ist das teilweise wirklich so eine Sache mit den mit der Haltbarkeit der Waffen. Ansonsten würde das ja kein so ein Problem machen. Oh, und wir haben den Duftzweig. Okay, also bevor ich mich jetzt wegporte, um wieder Seelen auszugeben, was lächerlich ist, ständig mich zurückzuporten, gehe ich jetzt erst einmal wieder den Weg hier zurück, weil wir haben ja jetzt einen Duftzweig. Und mit einem Duftzweig können wir den Typen hier entsteinern, genau. Erstmal den weg. Dann den weg. Dann den weg. Können dich entsteinern. Duftzweig benutzen. Ja. Das ist auch wieder eine Hülle, wie man sieht. Also erwartet keine Dankbarkeit von denen. Wir können jetzt aber hier hoch. Wobei es hier oben gefährlich ist. Nämlich wegen dem da. Und ja, er sieht aus wie ein Elefant. Weil er einer ist. Und er gehört nicht zu der schwachen Sorte, wie man sieht. Also nein, eigentlich sind das Mammutkrieger. Mastodonkrieger, besser gesagt. Und er bewacht eben nicht nur eine Estus-Flakonscherbe. Nachricht lesen. Geheimnis. Nein, hier ist nur eine eingedellte Tür, die nirgends hinführt. Also meines Wissens nach nicht. Aber hier drüben müsste noch eine Ruhe sein. Genau. Jo. Ritterhelm, Ritterrüstung, Rittergamaschen. Vision Vertraurigkeit. Ja, das war das unser Startequip in Dark Souls 1 damals, also unsere Startausrüstung. Und die finden wir hier natürlich wieder. Können wir uns sogar mal kurz angucken oder anziehen sogar. Auch wenn uns das total überlasten würde. Ja, wir sind schon wieder auf 65 oben. Und wir scheppern ein bisschen. Ja. Wechsel mal bitte wieder auf die Falknerrüstung. Info anzeigen. Von Rittern getragene Metallrüstung. Standardausrüstung neuer Dwangleic-Ritter. Ritter vertrauen dieser Rüstung aufgrund ihrer hervorragenden Funktionalität schon lange. Ja, würde ich auch machen, wenn ich sie tragen würde. Und ich denke mal, bevor ich mich jetzt hier wirklich wieder richtig zum Leuchtfeuer, also nach Majula zurückziehe, mache ich nochmal den dritten Run, den nächsten Run in der Niemandswerft, unseren vierten mittlerweile. Da wir jetzt aber die Abkürzung haben, können wir ziemlich viel umgehen. So. Hochgeheilt. Ich müsste eigentlich die Schärpe abgeben, aber vier Flakons dürften jetzt reichen. So, einmal du. Dann einmal du. Da kommt's Feuer. Feuer ist nicht so gut. Oh. Warum lebst du noch? Und du weg. Gut, ja, das Schild runterzunehmen ist mir auch ein bisschen langsam. Au. Genau solche Doom-Kombos sind nicht so gut. Für mich. So, einmal trinken.
So, weg mit dir. Dann weg mit dem da. Weg mit dem. Jetzt kommen die Jungs. Das ging etwas leichter. Und... oh, wow, das wollte ich nicht. So, das wollte ich. So, ein Lebensteinchen. Ein Varega. Der mich mal wieder nicht treffen konnte, zum Glück. Der Hund ist auch weg. Ah, das ist jetzt blöd. Hund ist klar. Ach, da liegt der. Jetzt erst gesehen, dass der da in einer Nische liegt. Okay. Hund. Hund ist weg. Du? Weg. Ein Eisenpfeil. Ah, ja, wieder die Doom-Kombo. Gut. Dann hüpfen wir jetzt gleich, nachdem wir den da getötet haben, einfach da drüben wieder runter. Wow, lassen uns nicht einölen. Und tun den gleich mal eine ordentlich verpassen. Oh, der hinter uns. Kam überraschend. Da vorsichtig sein. Und ja, Gavlan ist weg. Der bleibt nämlich nur ein einziges Mal, bis wir mit ihm reden hier. Dann zieht er an einen anderen Ort um. Gegenstand. Varega-Ärmel. Und ja, für Gavlan, im Gegensatz zu Fremd aus dem ersten Teil, müssen wir die Sachen im Inventar haben. Dass das funktioniert. Wow. Gegen was ich auch immer jetzt gerade aus Versehen geschlagen habe, zweimal. So gut war das nicht. So, darunter müsste ich eigentlich. Ah ja. Erstmal die Assassine ausschalten. Die ziemlich creepy aussehende. Und das Viehzeug da oben kann ich getrost ignorieren. Die Jungs hier wiederum. Regen sich jetzt tierisch auf. Wow. Nicht will durch die Gegend rollen, das ist nicht gut. Wow. So, weg mit dir. Weg mit dir. Ein ramponiertes Stoffgewand. Und hier drin war, glaube ich, nicht mal was. Was ich irgendwie rentiert hätte.
Der Kumpel da ist niedlich. Der kniet da mich einfach im Wasser rum und denkt, er könnte mich in eine Falle locken. Hat er leider falsch gedacht. Sein Kumpel hier allerdings kommt aus dem Nichts. Gut. Da ist ein Rufsymbol. Da sind Fackeln. Da hängt noch einer. So, da hing einer. Und hier kommt die wichtigste Abkürzung überhaupt. So. Keine Abkürzung ist so wichtig wie die hier.